Nun bist du erwacht. Die Sonne ist aufgegangen, während du in deinen Sinn warst. Also während du zu Sinn gekommen bist. Ich habe dich nach Hause geschleppt. Ich verstehe, dass es nicht leicht ist, durch die Welt der Dämonen zu gehen. Also, hast du sie gesehen? Sind wir zu Hause? Es schaut alles wie ein Dream, wie ein Traum aus. Der Teufel hat mich zu einer Hexe gemacht. Nun, dann ist es ein guter Tag. Habe ich dir das nicht erzählt? Du solltest schon lange eine Hexe geworden sein. Nu, bei dir, Chica. Aha. Nun, was geschafft ist, ist geschafft. Die Legende erzählt, dass der Wunsch hinter sieben Siegeln liegt. Ich habe es nicht geschafft, allein das erste zu öffnen. Und hier ist das zweite Siegel, das Essenborn, also keine Ahnung. Wie öffne ich es? Vielleicht war es ein Dämon. Vielleicht war es der Dämon auf Megakreuz, der das gemacht hat. Vielleicht. Ich glaube, dass Dämonen einen Teil damit spielen. Aber welcher Geist ist der Espenborn? Da werde ich ein bisschen drüber nachdenken müssen. Vielleicht steht irgendwas in den Büchern? Nun, du bist selbst eine Hexe jetzt. Ich weiß, dass du mich nicht hängen lassen würdest. Da die Neuigkeit deiner Erleuchtung hat sich verbreitet. Also hat sich ja herumgesprochen. Es muss Susitkis gewesen sein, der die Familienhäupter benachrichtigt hat. Jetzt werden die Leute zu dir kommen, um Hilfe bitten. Ich bin mittlerweile schon alt. Nicht mehr viele Zähne da und nicht mehr viele Hexenkräfte. Jetzt liegt es an dir, den Menschen zu helfen. Vielleicht wirst du irgendwann auf den richtigen Dämon stoßen und für deine Quest. Nun, während du zu Sinn gekommen bist, habe ich zu den meisten Besuchern bereits gesprochen. Es gibt nur noch einen, der da wartet, hinter dem Tor. Zum Start, guck doch mal dahinter. Dein Buch ist dort auf dem Tisch. Du erinnerst dich, dass ich dir die Buchkünste beigebracht habe? Danach hör dir, was der Besucher zu sagen hat. Der Wicket, also das Seltsame, hat ihm Probleme bereitet. Hast du das alles verstanden? Jo. Habe ich verstanden, Papa, Großvater. Zeit für die Arbeit. Such nach den Geistern innerhalb des Distrikts. Vielleicht sind wir glücklich mit den Siegeln. Wer weiß, vielleicht nach 40 Tagen werden wir nicht mehr in der Lage sein zu helfen. Gott hilft. Oh, aha. Aha. Okay, das ist jetzt eine Art Basis und wir haben hier eine Anzahl an Besuchern und wir haben den alten Ekor. Ah, also setzt man sich sozusagen so ein bisschen die Deckscheibe zusammen. Weiter, Screen Contents, Blackbook at the moment. Okay. Also, mit Rubeln kann man sich neue Buchseiten kaufen. Und die Anzahl der Seiten, die wir verwenden, sollte zwischen dem Maximum und Minimum. Okay, das ist quasi unser Deck. Ja. Und später, wenn wir noch in der Lage sein, noch mehr von diesen Seiten freizuschalten. Man kann zu jeder Zeit den Inhalt ändern, außer mitten im Kampf. Okay. Und das klingt ja schon mal nicht so schlecht hier. Was haben wir da? Okay, damit kann man hier kombinieren und jedes Mal, wenn man denselben
dieselbe Spruchfarbe, also rot oder blau, so wie es ausschaut, verwendet. Okay. Okay, auf der rechten Seite ist das, was wir haben. Und links ist das, was wir kaufen können. Hätte ich gesagt, ich kaufe einfach mal das hier. Ja, so, jetzt haben wir alle Rubel ausgegeben. Das möchte ich jetzt nicht alles übersetzen. Okay, das Enzyklopädie, da steht so ein bisschen was über die Gebiete noch drin. Okay. So, dann holen wir uns doch mal unseren ersten Besucher hierher. Knock, knock. Er sieht ein bisschen mitgenommen aus. Gott hilft. Igor Eflambowitsch Vasilisa Fedorovna. Ein bisschen russisch den Namen. Müller. Okay. Gott hilft. Also ich komme zu dir mit einem Angebot. Ein bisschen Mehl für dein Haus. Bitte, hör mich an. Für 5 Rubel. Ich werde deine Zeit nicht verschwenden. Das ist sehr wichtig. Etwas Böses passiert auf der Mühle. Wir haben in der Nacht gearbeitet und wir haben sehr seltsame Geräusche gehört. Dann hat sich ein Schatten in der Ecke gezeigt. Die dunkelste, unmöglichste Schwarzheit. Wir sind um unser Leben gerannt. Du bist für dein Wissen in dieser Sache bekannt. Was sollte ich jetzt tun? Okay. Bauern, Geister und Dämonen werden dich um Hilfe in allen möglichen magischen Belangen befragen. Du bist Snatka. A witch with a lot of also eine Hexe mit sehr viel Wissen. Wenn du das Wissen richtig beantwortest, erhältst du eine Erfahrung. Eine Belohnung, nämlich Erfahrung. Sammelns, okay. Und manchmal werden deine Antworten auch deine zukünftigen Spielevents beeinflussen. Okay, damit man die richtigen Antwort findet, sollte man in der Welt bzw. in der Enzyklopädie diese Kurzgeschichten lesen und man kann die immer in den Menüs. Okay, gut. Okay, also wenn man hier diesen Hind benutzt, dann gibt es nur 50%. Also, Schatten im Dunkeln. Dann schauen wir mal, ob wir da was finden. Müssen wir das hier doch lesen. Hier ist die Rede von einem Dämonen, mit dem der Müller einen Deal eingegangen ist. So, ja, gut. Ich hätte mal gesagt, das ist ziemlich eindeutig und wir gehen da mal auf den Dämonen. Warum habt ihr nachts gearbeitet? Dämonen sind am Werk. Jesus Christus.
Was glaubst du, wie sich die Mühlen drehen? Nicht nur vom Wind allein natürlich. Aber es ist verboten, die Windmühlen nach nachts zu betreiben. Aber was machen wir jetzt? Bitte hilft mir. Wir haben einen alten Gegenstand mit ein bisschen Wert bei uns. Besser du gibst ihn uns, wenn wir dir helfen sollen. Na gut, war's hier. Schau dich um. What's going on with the wicked one? Was mit dem Seltsamen vor sich geht. Er könnte uns von Nutzen sein, weißt du? Ich schau mir an, was mit deinen. Ich schau mir das mit deinen Wichteln an. Danke dir. Es wurde mir gesagt, dass du mich nicht hängen lässt. Auf Wiedersehen für den Moment. Sein Dämon in der Windmühle ist kein regulärer. Lischi, wird? Fischig? Normalerweise ist es aber der Müller hat einige Dämonen. Ja, gut, das haben wir rausgefunden. Nun gut, ich werde dieses Siegel studieren, während du dich mit der Mühle auseinandersetzt. Okay, einmal Heilgegenstand. Damit du dir ein bisschen leichter tust, nimm diese Kräuter. Es ist das Adamshaupt genannt. Es wird dich ein bisschen heilen, falls Sachen ein bisschen abdriften. Okay, nun geh deine eigenen Wege. Die dunklen Kräfte werden sich nicht von selbst füllen. Okay, hast du alles verstanden? Möchtest du irgendwas fragen? Nö. Oder? Ja, oder. Wo finde ich die? Erinnerst du dich an die im Norden, Rückgrat? Der Teufel arbeitet mit seinen Zaubern nachts, sagen die Leute. Also geht dorthin. Und seid zurück, wenn die Sonne wieder scheint. Wir haben hier einen Haufen Zeug zu tun. Okay? Gut, time to go. Gut, Großvater. Ich sehe dich morgen. Halt, eine weitere Sache. I sent one demon to Kushera Village. Ich habe einen Dämon nach Kushera gesendet. Hat jemanden verflucht. Geh dorthin und löse das für mich. Du bekommst ein bisschen Geld dabei. Okay, Großvater. Okay, gut. Wir haben jetzt quasi die Wahl, also das Hauptquiz müssen wir machen und können dabei aber scheinbar auch andere Sachen noch mitnehmen. Okay. Wo sind wir? Da ist die alte Windmühle. Da sind wir. Da müssen wir nicht hin. Also gehen wir nochmal zum alten Flussbett. Der silberne Schein des Mondes. Okay, wir hören seltsame Geräusche und es ist alles ein bisschen merkwürdig. Wir machen einfach mal so einen Kreis. Okay, das hat uns Erfahrung gegeben und wir können kämpfen. Das macht Schaden. Das macht Schaden. Probieren wir es mal. Gut.
Ach Moment, wir können da ja lesen, was der vorhat. Okay, das nächste wird mich mit 4 Schaden angreifen. So, das heißt, wir sollten auf jeden Fall einmal dieses Adelaide machen. Auf Delay. So, dann. Nochmal einmal Orazi. Und Amaruta. Oh, wir haben 3-0 Zauber gewonnen. Okay. Oder habe ich jetzt so einen davon ausgewählt? Okay, ein Rubel und. Okay. Warte mal, wir haben hier noch abgeschlossene Sachen. Achso, wir gehen erstmal zu der optionalen Quest. Hätte ich mal gesagt. Wir schleichen uns um die Häuser des Dorfes herum. Zumindest glaubst du, dass du schleichst. Du hörst eine bekannte Stimme aus einem der Fenster von der Straße. Was hier? Warte, ich habe ein Anliegen. Du musst leise sein, wir müssen flüstern. Ich habe einen Nachbar und ich hasse sie. So, verfluch sie ein bisschen. Möchtest du das bitte tun? Benutzen Killerfluch oder irgendwie sowas. Nicht einen starken. Und ich habe ein Geschenk für dich. Nein, mach mal nicht. Nein, so eine Hexe, dann bin ich nicht. Ich werde nicht einfach nur irgendwelche Flüche hier verteilen. Das lasse ich dich wissen. Okay, dann gehen wir nochmal zum Village. Du nimmst eine Familie, eine laute Familie, war die in einem der, oder die sich vor einem der Häuser versammelt. Seltsam, es ist seltsam, eine ganze Familie auf den Straßen zu dieser Stunde zu sehen. Das gedämpfte Geräusche hört man aus dem Haus. Fowling, Cutlery, irgendjemand bewegt die Gerätschaften, die Möbel im Haus. Okay. Guten Abend, Vasilisa. Gott selbst segne dich und hat uns zu uns geführt. Alles ist auseinandergerissen in unserem Haus. Der Teufel selbst ist hier. Jeder ist sprachlos vor Angst. Wie kam er denn hierher? Es ist nicht einfach für einen Dämon in eine Menschensiedlung zu kommen. Was habt ihr gestern gemacht? Wir haben nur ein bisschen Tee getrunken. Natalia mag Tee sehr gerne. Ja, sie mag Tee. Dann haben wir gebetet und sind schlafen gegangen. Und nachts ist es dann aufgetaucht von den dunklen Ecken. Hä? Okay, also. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas finden, warum Dämon bei Tee aufgetaucht ist.
Okay. Ich habe da gar keine Geschichte drüber. Okay, ich weiß darüber gar nichts. Ist nur die Rede, dass sie nachts in ein Badehaus gehen sollen. Ja, dann müssen wir hier mal Tea Time. Dämonen können nicht durch die Fenster kommen. Also, aber es ist häufiger verbunden mit schlechter Vorbereitung von Ritualen. Also, dann hätte ich mal gesagt. Das hier, ja. Oh, das ist es. Wir haben nicht die Markierung mit dem Kreuz gemacht. Das solltest du beim nächsten Mal auf jeden Fall besser dir erinnern. Du weißt, so viel war es ja. Also bitte hilf uns. Lass uns nicht allein mit den Problemen. Ich helfe euch. Okay, ich helfe. Es ist nicht so gut, auf der Straße zu schlafen, oder? Danke dir, Vasilisa. Nimm einiges von unserer Milch für deine Reise. Explore Itzba. Approach Samovar. Wir schauen uns mal um. Dämonen haben eine Sauerei veranstaltet, haben die Tische und Kochtöpfe herumgeschleudert, aber die Brass-Utensilien scheinen noch in Ordnung zu sein. Die meisten kaputten Teile ist der Schrein in der Ecke. Die Kerzen sind kaputt. Okay, neue Enzyklopädie. Okay. Der Teufel ist hier, ja. Oh, das sind ja gleich zwei.
Okay, also der Dicke hier greift mich an und die Vase hier macht einen Verteidigungszauber auf dem Dings hier. Greifen erstmal die Vase an, hatte ich gesagt. Damit haben wir uns verteidigt. Jetzt sind wir wieder in der Reihe. Okay, also er hat wieder Schutz und der Zauberer hat wieder Schutz. Und der macht Schaden und sogar mehr als vorher. Dann gehen wir jetzt hier mal auf den Dämon. Die Orazi. So, damit tun wir ein bisschen Schaden ab. Milde. Für uns an. Das kostet uns 3 Hitpoints. Er macht wieder 5 Schaden und macht wieder den Verteidigungszauber. Okay. Gut. Der müsste jetzt noch einmal Schaden machen. Was? Die Vase lebt ja immer noch. Also, er greift mich an mit Plaue, mal 3. Und das Ding macht wieder den Verteidigungszauber. Okay. Haben wir hier einen Verteidigungsserver? Genau, den machen wir hier mal. Das hier, mal auf den. Halt, nein! Das mache ich auf die Vase. Nee, mache ich nie auf die Vase. Ich brauche irgendwas, was durch die Verteidigung kommt von der Vase. Genau, das brauche ich. Und. Dann machen wir noch 2 Schaden da drauf. Okay. Die Vase ist kaputt. Wir haben den Angriff überlebt. Nächste Runde. So, jetzt hat er ja nur noch Verteidigung. Jetzt greift er auch nur noch mit 2 Schaden an. Jetzt. Machen wir den kleinen Verteidigungszauber. So. Warte mal, das haben wir ja glaube ich schon, ne? Das haben wir schon. Machen wir es einmal zweimal oder dazu. So, mal schauen, ob das jetzt aushält. 6. Dann nochmal 6. Bumm.
Ah, okay, wir müssen ein Wand da draus ziehen. Drei auf alle. Doch, das nehme ich mal. Drei Schaden für alle. Die Alten verbeugen sich von dir und danken dir für deine Hilfe. Das Mädchen versichert dir, dass es von nun an auf die Verteidigungszauber achtet. Okay. So, dann kann ich ja eigentlich mal in mein Buch schauen. Kann man da rüber? Oder ist es automatisch im Deck mit drin? Okay. Wir kommen jetzt wieder weg. Hast du die Karte, oder?